Jetzt auf OE24TV. Roland Thüringer im großen Talk bei OE24 Chefredakteur Niki Fellner. Österreichs berühmtester Wutbürger über die Hintergründe zu seiner Bewegung Meine Stimme gilt. Was sind seine Ziele und was plant er für seinen Wahlkampf? Roland Thüringer im großen Talk bei OE24 Chefredakteur Niki Fellner. Jetzt exklusiv auf OE24TV. Ja, schönen guten Abend. Willkommen auf OE24TV. Heute wieder mit einem spannenden Talkers, der bekannte Kabarettist und Neopolitiker, muss man sagen, Roland Thüringer ist bei uns. Schönen guten Abend, Herr Thüringer. Herr Thüringer, erste Frage. Sie waren die letzten Tage und Wochen in Österreich auf Tour, sind, sage ich einmal, durch die Bundesländer gezogen, haben in den unterschiedlichen Ämtern ihre, sage ich einmal, Wahlbekundungen eingereicht. Wie schaut es denn jetzt aus? Treten Sie wirklich an bei der Nationalratswahl? Wollen Sie wirklich antreten oder ist das Ganze nur ein Schmäh, wie auch immer wieder im Internet voran und auf Facebook gepostet wird, dass Sie das gar nicht ernst meinen? Okay, also was passiert ist, letzte Woche ist am 25. Juli losgegangen mit der Möglichkeit, Unterstützungserklärungen zu unterzeichnen. Ja. Jetzt haben wir so eine kleine Pressetour gemacht, waren in allen Bundesländern, um die Menschen zu informieren, dass es die Möglichkeit gibt. Warum? Weil wir ja Unterstützungserklärungen brauchen, um überhaupt bei der Wahl anzutreten. Also die Frage, ob ich das ernst nehme, stellt sich jetzt gar nicht. Ich nehme es sehr wohl ernst. Die Frage ist, ob die Bürger und die Bürgerinnen dieses Landes diese Möglichkeit, die gilt, bietet, ernst nehmen und auch wahrnehmen wollen. Und das wissen wir eigentlich ja in 1,5 Wochen. Wenn wir die Unterstützungserklärungen beieinander haben, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Sie brauchen 2600 Unterschriften. Ja. Wie viele haben Sie denn schon? Ich weiß nicht, ungefähr 400 haben wir ungefähr Okay. Jetzt. Ja, wir haben noch Zeit. Aber ja, es ist, der Trick ist ja nur dabei der, es geht ja nicht darum, dass man jetzt 2600 Unterstützungserklärungen zusammenbringt, weil das kennt man relativ leicht schaffen, möglicherweise, aber sie müssen gut aufgeteilt auf die Bundesländer sein. Also wir brauchen 100 in Vorarlberg, wir brauchen 100 in Burgenland, in Wien braucht man 500, in Niederösterreich glaube ich auch 500. Also, und wenn ein Bundesland auslässt, dann war es das. Dann gibt es keine Bundesliste, dann ist das Projekt eigentlich mit dem 18., wo die letzte Frist abläuft, dass man diesen Wahlvorschlag einbringt und die Unterstützungserklärungen, ist damit dann beendet. Und Sie sind aber guter Dinge, dass Sie es schaffen oder wird es eine Zitterpartie? Nein, für mich gibt es überhaupt keine Zitterpartie, weil es ist, wie es ist, ist es. Ich möchte ja nichts. Das ist der Unterschied zu normalen wahlwerbenden Parteien. Die wollen ja alle etwas. Die wollen ja selbst etwas. Ja. Ich will selber gar nichts. Ich bin der, der eine Möglichkeit in den Raum stellt, die man ergreifen kann, aber nicht muss. Weil, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, nicht weit, schauen wir am 16. Oktober. Was wird am 16. Oktober passiert sein? Es wird in etwa, ich schätze, 3/4 der Bevölkerung werden ihre Stimme abgegeben haben, die Wahlberechtigten. Ja. Und abgegeben, wirklich abgegeben, weil die ist weg. Ja, sie haben danach wieder 5 Jahre nichts zu sagen. Das heißt, es wird alles beim Alten bleiben, es wird wieder von oben nach unten regiert und die Stimmen werden nicht mehr gehört. Ja, das heißt, es wird weiterhin eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmen. Das ist unser System. Natürlich vor den Wahlen wird das jetzt immer anders dargestellt. Ja, da schleimt man sich jetzt beim Wähler hinein, verspricht noch irgendwas, da gibt es auch was. Und wenn sie uns, dann wird Wohnen billiger. Nein, bei uns wird es gratis. Ja, und jetzt erhöhen wir auch noch die Pension an. Und man schleimt, also um es auf gut Wienisch zu sagen, man kräut dem Wähler jetzt fest in den Arsch rein, um dieses Kreuzerl zu bekommen. Das mache ich nicht, das ist auch gar nicht notwendig, das ist nicht die Sinn der Sache. Viel besser wäre es, wenn wir irgendwann einmal schaffen würden, dass wir diese Parteien gar nicht mehr brauchen. Darum geht es. Ja? Dass irgendwann einmal die Bürger selbst Entscheidungen treffen. Das wäre technisch möglich. Man müsste es nur umsetzen. Sie haben es ja eh schon angesprochen, Sie selber wollen ja gar nicht ins Parlament, beziehungsweise Sie werden auch nicht ins Parlament einziehen. Nein. Ist das nicht ein bisschen fast eine Wählertäuschung, wenn Sie jetzt, sag ich mal, das Gesicht dieser Bewegung sind, die Wähler wählen ja eigentlich doch, muss man sagen, auch den Roland Thüringer mit gilt. Und dann ziehen sie aber nicht ein. Das ist eigentlich fast das, was der Frank Stronach gemacht hat. Ohne dass ich es jetzt mit Herrn Stronach vergleichen will, aber nein, es geht in die Richtung. Ich habe es jetzt probiert zu erklären. Ich sage es jetzt noch. Ich probiere es ein zweites Mal zu erklären. Es geht nicht darum, dass man irgendjemanden wählt. Es geht darum, dass man in der Wahlzeit eine Botschaft hinterlässt, dass meine Stimme, ja, nicht meine, sondern auch deine oder der das Kreisel macht, ob jetzt Gültigkeit hat, dass wir die Möglichkeit haben, uns in die Gestaltung des Landes einzumischen. Ja. Was wir anbieten, ist ein System, das heißt, nennt sich offene Demokratie. Das ist jetzt nicht so eine direkte Demokratie, wo man einfach
Ja oder Nein abstimmt. Also wollen Sie mehr Geld oder wollen Sie weniger? Nein, ich will mehr Geld. Ja. Sondern einfach ein System, was es schon gibt, das ist in Australien erprobt. Das ist, nennt sich Citizen Jury. Ja. Und funktioniert so, dass die Bürger in die Entscheidungsprozesse über Bürgerräte sowohl online als auch offline einbezogen werden. Ja, die haben zum Beispiel Melbourne zusammengebracht, dass eine Stadt, die schwer verschuldet ist, über die Entscheidungen der Bürger so weit gebracht haben, dass der Bürgermeister seinen Kopf behalten hat. Weil wenn er jetzt die Steuern erhöht hätte oder die Sozialleistungen gestrichen hätte, wäre sein Kopf fällig gewesen. Und er hat es aber mit dem System geschafft, dass er dabei bleibt und dass es der Stadt jetzt besser geht. Also ich glaube, dass das die Zukunft sein wird, dass wir gar keine Parteien mehr brauchen. Also um jetzt das zu beantworten, nein, Sie können nicht den Herrn Thüringer wählen. Der Herr Thüringer wird für Sie gar nichts gut machen. Ja, Sie können selbst Verantwortung übernehmen. Das ist die Idee, also das Projekt gilt an sich, dass man sich selber einbringt. Weil nur empören ist wenig. Ja. Beim Titel ja, der Wutbürger Thüringer. Wütend ist man gleich, da schreibt man, die Arschpolitiker sind eh alle gleich, ja, ziehen uns eh nur über den Tisch, greifen unsere Geldtaschen rein, bringen nichts zusammen. Das ist leicht, ja, aber irgendwann muss man anfangen zu handeln und nicht nur sudern. Gesudert ist jetzt genug geworden, ja, wir wissen, wie es nicht geht, daher sollte man jetzt anfangen, sich zu engagieren. Nicht nur empören, sondern auch engagieren. Jetzt haben Sie eben erklärt, wie Sie sich diese direkte Demokratie vorstellen. Wie soll denn das technisch funktionieren? Sie haben auch in Ihren Pressekonferenzen gesagt, dass da wird es eine Website geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Man kann dann über diese Website abstimmen. Oder vielleicht erklären Sie es kurz. Es ist ein bisschen komplizierter, ja. Also das muss so sicher sein wie Netbanking. Ja, das muss einfach wirklich eine sichere Sache sein. Also wir sollten den Einzug schaffen. Ja, würden wir probieren, diese 5 Jahre zu nützen innerhalb der Akademie, der politischen Akademie, der GILT-Bewegung oder Initiative, wurscht, wie man das jetzt nennt, ist ja ganz egal, ja, dieses Werkzeug so zu entwickeln, dass es funktioniert. Geben tut es weltweit, das ist nichts Neues, das haben nicht wir erfunden, das gibt's. Ganz banal erklärt, wie funktioniert das? Nehmen wir jetzt Beispiel Eurofighter. Ja, wir haben jetzt einen Untersuchungsausschuss bezüglich der Eurofighter, des Ankaufes, was da passiert ist. Das wird es alles nicht mehr geben, weil nämlich die Bevölkerung sich entschieden hätte, ob man Eurofighter wollen oder nicht. Wie funktioniert das? Du kannst innerhalb von 6 Wochen eine Entscheidung finden. Und zwar so, dass erstens mal irgendjemand eine Idee für etwas haben muss. In dem Fall wird es wahrscheinlich die Regierung sein. Die kommt und sagt, wir würden gerne Eurofighter um das und das Geld kaufen. Ja? Dann hat eine Woche, haben jetzt die Ideengeber, in dem Fall die Regierung, Zeit, online und auch über die Medien, die Leute zu informieren, das wollen wir, so schaut es aus. Und das einmal unter die Leute zu bringen. Dann haben die nächsten 2 Wochen haben die Bürger Zeit, sich darüber auszutauschen. Ja, das heißt, Experten anzuhören, Experten einzubringen in die Diskussion, alle für und alle wieder mal abzuwiegen. Das passiert in 2 Wochen. Dann hat man noch 2 Wochen Zeit, das ist die nächste Stufe, dass Bürgerparlamente, also der Idealfall wäre, wenn man es schaffen würde, dass neben dem einen Parlament, was es jetzt gibt, wo 183 Abgeordnete drinnen sitzen, es Bürgerparlamente gibt, wo auch immer 183 Menschen drinnen sind, repräsentativ, gelost, das ist ganz, ganz wichtig, dass die nicht einer Gruppe angehören oder Interessensgruppen vertreten oder einer Ideologie folgen, sondern gelost werden, so wie Geschworene. Das sind immer andere 183. Und wenn man jetzt 1830 Menschen hätte, die mitmachen, haben wir 10 Bürgerparlamente. Und die haben dann 14 Tage Zeit, sowohl online als auch einmal in der Woche sie zu vernetzen, offline zusammenzusetzen und das Thema zu diskutieren, Vorschläge einzubringen, ja, nein. Und dann in der letzten Woche werden diese Bürgerräte geheim abstimmen. Ja. Ob ja oder nein. Und wenn ein klares Ergebnis rauskommt, dann ist es ganz einfach nein, dann gibt es keine Eurofighter. Wenn ja, dann ja. Also das heißt, man fragt die Bevölkerung. Das ist eigentlich der Sinn von der Demokratie. Es kann nicht sein, dass ein paar Interessensgruppen dieses Land beherrschen. Und das ist aber Fakt. Ganz wurscht, was wir jetzt wählen werden bei dieser Wahl. Letztendlich wird das gleiche System weiter funktionieren, dass ein paar wenige, die Interessen haben, die auch die Macht haben, die Möglichkeiten haben, bestimmen, was die Mehrheit zu tun hat. Und das gehört irgendwann einmal im Sinne unserer Kinder irgendwann beendet. Jetzt, wie viele Mitstreiter haben Sie denn? Oder sozusagen, wie viele Leute machen bei der Bewegung mittlerweile mit? Wie viele haben unterschrieben? Wie viele haben sich auf der Seite eingetragen? Ja, okay. Wie viele sind das jetzt? Also, was wir nicht haben, also was braucht man, um politisch wahrgenommen zu werden? Ja, also man braucht entweder ein prominentes Gesicht,
Eine Mörderkohle haben wir nicht. Die absolute Mörderidee, sagen wir so, es ist keine schlechte Idee. Und dann braucht man Medienpartner. Also wir haben keine Medienpartner, wir haben kein Geld. Wir haben eine relativ gute Idee und ein Gesicht. Das ist mein Gesicht. Ja. Das heißt, wir sind angewiesen auf so wirklich kleine Spenden, dass wir ein bisschen ein Körpergeld haben, dass wir handlungsfähig sind. In Wirklichkeit sind es 4 Personen, die sehr konkret an einem Projekt ehrenamtlich arbeiten und neben das seit Monaten neben mir. Ja. Ja, das ist der Walter, der Daniel und der Philipp. Also ich als praktisch der Ideengeber, der die Idee gehabt hat. Aber die Idee kommt von Ihnen. Ist meine Idee. Das ist meine Idee. Es war immer meine Idee und die habe ich ja über. Also ich arbeite an der Idee konkret schon 7 Jahre. Wie ich angefangen habe mit meinem Blog gültige Stimme, habe ich schon mit dem Begriff gültige Stimme operiert. Was ist eine gültige Stimme eigentlich? Ja, dann gab es diese Sendung beim Konkurrenzsender Puls 4, gültige Stimme. Ja. Also ich habe immer probiert, was ist eigentlich eine gültige Stimme? Wie wird man eine gültige Stimme in die Köpfe hineinzubekommen? Ja. Es heißt deswegen nicht gültige Stimme, weil gültige Stimme ist zu lang. Weil du musst, das dürfen nur fünf Buchstaben sein am Stimmzettel, daher heißt es gilt, also meine Stimme gilt. Aber es ist dieselbe Idee dahinter. Ja. Ich habe die Idee gehabt, dann habe ich einen wirklichen Politiker in Walter, der im Landtag in Niedersachsen sitzt, kennengelernt, der ein Fachwissen hat, das Handwerkliche, wie geht es überhaupt, dass man bei einer Wahl antritt, weil ich habe das nicht gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt. Ja. Dann brauchst du einen Finanzler, der praktisch die Buchhaltung dieser Idee macht, das ist der Daniel, und dann haben wir den Philipp, der macht das Campaigning, nennt sie das. Ja. Das ist das, wo die Parteien ganz viel Geld einstecken, damit sie in die Gefühlswelt der Wähler jetzt eindringen können, um sie so weit zu bringen, dass sie ein Kreuzerl machen. Wir haben nur Facebook. Also der Philipp betreut Facebook, wir haben Webseiten und das war's. Auf der Webseite haben sie jetzt registriert, glaube ich, also die Leute, die den Newsletter abonnieren, 3.000, ja. Facebook-Abonnenten haben wir 5.000, das ist alles ganz klein und ganz winzig. Es ist nur eine Idee, die eine Möglichkeit ist, die vielleicht wachsen kann. Wie viel sie jetzt daran beteiligen, ich weiß es nicht. Also, wenn du mich jetzt fragst, na und, wer sie die Unterstützung so gerne zusammenbringen, kann ich sagen, ich weiß nicht, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, mir fehlen die Erfahrungswerte, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Jetzt haben Sie ein paar tausend Unterstützer, zumindest im Internet, ja. 50 davon werden ausgewählt. Die haben wir die schon, kommen ja. Dann auf die Liste und die haben Sie schon ausgewählt. Ja, das und nach welchen man. Kriterien haben Sie die ausgewählt? Das soll so ein Querschnitt der Bevölkerung sein, haben Sie gesagt. Ja. In einem Facebook-Video habe ich. Okay, das sind ja diese Sachzwänge, die man hat. Ja. Ja. Wenn man bei einer Wahl in unserem Land antreten muss, muss man ein paar Rahmenbedingungen erfüllen. Ja. Das eine ist, man braucht Unterstützungserklärungen. Ja. Man braucht aber auch, weil wir eine Listenwahl haben, eine Namensliste von Menschen, die für diese Idee kandidieren. Hm. Wo kriegt man die her? Ja, wir haben einfach einen Aufruf gemacht, wer möchte den Nationalrat? Meldet euch. 1000 Menschen haben sich gemeldet, denen haben wir zurückgeschrieben, danke, dass du dich gemeldet hast, schreib uns bitte ein Motivationsschreiben. Warum? Ja, da sind dann 370 übergeblieben, weil auch viele nicht in der Lage waren, ein Motivationsschreiben zu schicken oder das vergessen haben, was auch immer. Dann haben wir 370 Guide gehabt. Dann haben wir einen Online-Politiker-Führerschein installiert, den man auf unserer Webseite machen konnte. Das ist ähnlich wie ein Führerschein, halt, wo Fragen sind. Und was du musst A, da beispielsweise beantworten? So banale Sachen wie zum Beispiel, wie viel Sternerl hat die EU-Fahne? Nicht? Ja, oder was ist die Präsidiale eigentlich? Nicht? Oder wie viele Abgeordnete sitzen überhaupt im Nationalrat? Also, er war schon teilweise auch komplizierter. Also ich hätte ihn auch nicht geschafft. Also geschafft schon, aber nicht jetzt so, dass ich alle Fragen richtig beantwortet hätte. Ja. Das war die nächste Stufe und dann haben wir 160 Leute gehabt und wir gesagt haben, die schauen wir uns jetzt an. Dann haben wir in 4 Bundesländern haben wir Treffen gemacht, haben 50 Menschen gecastet, haben die eine Rede vor dem Plenarsaal halten lassen, also haben wir ein Rednerpult aufgebaut, haben sie in dem politischen Themen eine Rede halten dürfen und ein Interview mit einem Journalisten, 4 Minuten. Ja. Mhm. Dann habe ich mir das alles angeschaut, die Videos, und von denen haben wir dann 50 ausgesucht und gefragt, ob sie auch wirklich kandidieren würden. Die haben gesagt, ja, sie würden das machen, haben diese Zustimmungserklärung unterschrieben, das ist das, was wir brauchen, was wir abgeben bei der Wahlbehörde. Und jetzt wird irgendwann die Bundesliste erstellt. Ja. Das ist jene Liste, wo in den anderen Parteien jetzt das gegenseitige Niederhacken gerade stattfindet, um diesen depperten Listenplatz. Weil da geht es ja um Geld auch natürlich. Ja. Und da reimen sich gerade momentan alle auf. Und nachdem wir das nicht wollen, dass Leute jetzt besser voneinander sind oder sich gegenseitig niederhacken, nur damit sie ins Parlament einziehen, werden wir das verlosen. Das heißt, die Namen kommen in einen Hut, ja, und ich
ziehe das aus und da haben wir die Reihenfolge von der Liste. Und wie schon richtig erwähnt, wir haben probiert, einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abzubilden. Also junge, alte, Männer, Frauen, Haklack, Studierte, Lehrer, Schüler, Kranke, Gesunde. Also es ist so ein Querschnitt der Bevölkerung. Aber keine Interessensgruppen und ja, niemanden, der eine eigene Agenda mit hineinbringt in den Nationalrat. Das wäre Gift. Und der Spitzenkandidat oder die Person, die auf Platz 1 ist, ja, bin ich dieser Liste, natürlich. Ja, aber Sie ziehen ja nicht ein. Nee, kann also, man da zurücklegen. Aber Sie wären als Erster auf der Liste. Ja, ich muss der Spitzenkandidat sein, okay. Logischerweise. Ja. Weil es ist schon so schwer, auch mit dem Namen Roland Thüringer überhaupt da den Zusammenhang herzustellen, Politik, Thüringer, und man dann nur meine Stimme gilt, dann weiß ja keiner, was das ist. Aber vielleicht macht es bei den einen oder anderen vielleicht, ah ja, Moment, das ist vom Thüringer, habe ich gehört, das habe ich bei UE24 damals gehört, ah, das ist ja gar nicht so blöd, oder ja, machen wir es Kretzel. Ja. Und es wird immer abwechselnd sein, ein Mann, eine Frau. Nein, das Los entscheidet. Also das Los entscheidet. Das Los. Es gibt kein Reißverschlussprinzip. Das ist ja wieder nicht das Los. Okay. Das ist ja so, wie beim Lotto muss einmal eine Frau gewinnen, einmal ein Mann. Theoretisch sein, dass die ersten 10 Männer sind. Theoretisch schon, das war ein Pech. Wir haben 25 Frauen und 25 Männer im Topf. Ja. Alles andere macht das Schicksal. Okay. Ja. Wird es auch einen bekannten Namen neben Ihnen auf der Liste geben? Weil Sie haben mal angedeutet, es könnte Überraschung geben. Noch. Wird es geben, aber ich bitte um Verständnis, dass wir das jetzt noch nicht sagen. Es wird dann sogar einen sehr, 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 sehr bekannten Namen auf der Liste geben. Der auch kandidiert? Na sicher, aber sonst war er nicht auf der Liste. Natürlich auf der Liste. Aber wird auch per Los sozusagen dann. Naja, ist bei den 50 dabei, aber nur weil wer einen prominenten Namen hat, wird er nicht bevorzugt. Nicht? Aber es ist ein wirklich prominenter Name. Also das, aber ich möchte das jetzt noch nicht. Wir müssen ja ein bisschen was zurückhalten. Ich kann jetzt nicht all das sagen, weil wir müssen ja dann wirklich immer wieder vorkommen in den Medien. Ja. Der Bützbäder macht das ja gescheit. Er stellt einmal 3 vor, dann 5 Tage später die nächsten 3. Also, dass man immer wieder vorkommt. Das sind nicht richtige PR- und Politprofis, das sind ja mir nicht. Ja. Das Einzige, was ich weiß, ja, das, was wir jetzt die nächste Zeit präsentiert bekommen werden, ja, ich weiß nicht, ob das in der Kamera deutlich sieht, ist genau das. Da als ich sehe, ja, das ist es. Das wird uns jetzt präsentiert werden. Jetzt lacht man natürlich, ja, weil man denkt, um Gottes Willen, scheiße. Nein, eben nicht. Das ist nämlich der Trick, der momentan stattfindet. Egal bei welcher Partei, das ist natürlich keine Scheiße. Das ist ein Kothaufen aus Kunststoff. Man nennt das Scherzartikel. Das heißt, dieses Ding tut so. Ja, ah, das ist lieb. Dieses Ding tut so, als ob es Scheiße wäre. Es ist aber keine Scheiße, es ist aus Kunststoff. Und der Trick in der Politik ist jetzt folgender. Es haben alle die gleichen Kunststoffhaufen. Ja, es hat niemand was anderes. Wurscht, was sie erzählen, es ist immer das Gleiche. Es tut nur so, als ob. Und die Kunst ist nun, dass man die Kunststoffkothaufen von der gegnerischen Partei wie Scheiße aussehen lässt und die eigene wie Musterschokolade. Das ist der Trick, der momentan passiert in der Politik. Ja, und darauf werden auch wieder viele Menschen reinfallen und dann werden sie da 5 für sie ärgern. Die Arschlöcher haben alles versprochen und jetzt haben sie wieder nichts gehalten. Ja, und das könnte man mit einem Schlag beenden, wann man will. Wie ist denn das bei Ihren Abgeordneten mit dem Geld eigentlich? Also sofern Sie einige Abgeordnete im Nationalrat haben werden, werden die dann die vollen Bezüge beziehen? Werden die das spenden? Was ist da der Plan? Okay, also wir haben vorhin das gesagt. Das habe ich in mein Buch auch reingeschrieben. Es darf nicht das Geld der Anreiz sein, dass man jetzt für Gilde in den Nationalrat einzieht. Weil da hätten sie viel mehr mögen, weil 4.600 netto ist schon ein gutes Gerstl. Also das hat nicht jeder und das darf es nicht sein. Daher haben wir gesagt, weniger. Ja. Wie viel? Na, so, dass man sagt, das könnte sich gerade ausgehen. Ich glaube, 2.000er ist so, wo man sagt, das ist nicht jetzt, dass man reich wird, aber es geht einigermaßen. Ja. Und 2000, weil wir 2017 waren, haben wir gesagt, machen wir 2017. Das ist insofern gut, weil man sich immer merkt, weil wann war die Wahl? 2017. Ja. Das heißt, man bezieht das Gehalt, weil das können wir nicht bestimmen, wie viel Gehalt jemand bekommt. Ja. Und dann wird der Rest auf die 2017 auf ein Verfügerkonto kommen. Und dieses Geld wird dann sozusagen gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung gestellt. Also sprich, wir geben es der Bevölkerung wieder
zurück ist auch eine Art der Umverteilung. Also diese unnötigen Parteienförderungen und was da alles gibt, wir werden probieren, so viel wie möglich davon wirklich der Bevölkerung wieder zurückzugeben. Weil wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine Plakate, wir brauchen das alles nicht. Weil wenn der Plan aufgeht, dass die, die drinnen sitzen, ja nichts anderes tun, wie das zu moderieren, was die Bevölkerung sich wünscht, ja, dann braucht man nie wieder wählen. Dann ist das abgehakt. Dann gibt es nie wieder einen Wahlkampf. Dann gibt es keine Parteien-Hickhack. Da gibt es keine, die anderen schlecht machen. Nein, es ist dann einfach etwas Offenes. Wir reden ja immer, wir wollen eine offene Gesellschaft, aber da muss man wirklich eine offene Gesellschaft auch angehen. Ja. Wenn wir gerade beim Thema Geld sind, 150.000 bis 200.000 Euro stehen immer wieder im Raum, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das sind alles Spenden oder steckt da auch Privatgeld von Ihnen nein, drin? Haben Sie Großspender? Haben Sie jemand, der dahinter steht? Nein, um Gottes Willen, nein. Wir haben keine Großspender, nein, gar nicht. Wir werden da Geld reinstecken in das. Nein, überhaupt nicht. Wir haben vorhin das gesagt. Ja, es ist ja so, wenn man 1% schafft, bekommt man Parteienförderung, also man bekommt einen Wahlkampfkosten zurückerstattet und das sind pro Stimme, glaube ich, 2,60 Euro oder so. Ja, das heißt, daher weiß man ungefähr, wenn man 1% schafft, wie viel man kriegt. Das kann man sich dann ausrechnen. Und damit ist es gedeckelt, was man ausgeben kann. Und wir haben Folgendes gesagt, wer uns ein bisschen was spenden möchte, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, das Geld ist weg, das gibt es nicht zurück. Aber wir haben die Möglichkeit angeboten, ab 500 Euro uns ein Darlehen zu geben. Darlehen heißt, das gibt's, sollte man die 1%-Hürde schaffen, wieder zurück. Mhm. Mit Zinsen. Und okay. Bei 1% gibt es 1% Zinsen. Wenn wir 4% schaffen, gibt es 4%. Und wenn wir die Abschlüsse haben, ist es wirklich ein Geschäft, uns einzuzahlen. Aber es ist nicht wirklich realistisch, sagen wir mal so. Okay. Ja. Wir kommen gleich wieder zurück, machen eine ganz kurze Werbepause und dann werden wir den Herrn Thüringer fragen, was ihn eigentlich dazu bewogen hat, in die Politik zu gehen und was er von unseren aktuellen Politikern hält. Jetzt auf OE24TV. Roland Thüringer im großen Talk bei OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Österreichs berühmtester Wutbürger über die Hintergründe zu seiner Bewegung Meine Stimme gilt. Was sind seine Ziele und was plant er für seinen Wahlkampf? Roland Thüringer im großen Talk bei OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Jetzt exklusiv auf OE24TV. Ja, wir kommen zurück auf OE24TV. Roland Thüringer noch immer bei uns zu Gast. War schon eine sehr spannende und heitere erster Teil, den wir hinter uns haben. Gibt es eigentlich ein politisches Programm für Ihre Partei, Ihre Bewegung gilt? Oder, Sie haben das ja vorher gesagt, ist das wirklich alles direkte Demokratie und bestimmen dann im Endeffekt die Wähler das Programm während der Legislaturperiode? Ja, also jetzt könnte man sagen, wenn man sagt, man braucht ein Programm, dann wäre unser Programm die Menschen draußen auf der Straße. Das ist unser Programm. Ja. Ja. Aber so ein Programm, wo ich etwas niederschreibe, ja, ist relativ sinnlos, weil alle Parteien haben ein Programm, nur sie halten sich nicht dran. Klar könnte ich jetzt ein Programm verfassen, wo steht, mit uns Weltfrieden, mit uns Wohnen nicht nur leistbarer, sondern Wohnen auch gratis, ja, mit uns bessere Lehrer, bessere Bildung, ich kann alles erfinden, ja, das ist bedeutungslos. Also darum gibt es auch kein Programm und es soll ja nicht um das Programm gehen, es soll ja darum gehen, dass wir sagen, wir haben bestimmte Inhalte und die sind die richtigen und die wichtigen Inhalte und die anderen sind alle falsch mit ihren Inhalten und unsere Sachen gern umgesetzt, das ist Gaga. Ja, sondern es geht nicht darum, was wir entscheiden, sondern bei uns geht es darum, wie wir Entscheidungen treffen. Wie wollen wir zukünftig Entscheidungen treffen, die für die Geschicke dieses Landes dann von Bedeutung sind eines Tages. Wie wollen wir sie finden, nicht was für Entscheidungen. Weil das, was wir zu entscheiden haben, das kommt ja meistens von außen. Wir bringen das ja nicht rein, sondern es kommt von außen. Die Politik hat ja keine andere Aufgabe, als jetzt das Zusammenleben von Menschen zu regeln und von außen kommen Dinge, die geregelt gehören. Ja, das ist meine Wahrnehmung von Politik und das bestätigt sie ja immer. Also nehmen wir jetzt, wie die Flüchtlingswelle kam, das kam von außen. Das ist nicht etwas, was wir erfunden haben, sondern wir bräuchten jetzt eine Flüchtlingswelle, das würde doch... Nein, das ist einfach von außen gekommen. Es kommen immer Themen, mit denen sich dann der Abgeordnete oder die Abgeordnete befassen muss. Daher wäre es ganz, ganz schlecht, dort Menschen hineinzusetzen, die eine eigene Agenda
haben, ja, wo, das ist mein Thema, das ist das wichtigste Thema der Welt, ja, oder sogenannte Experten, die Experten auf einem bestimmten Gebiet sind. Ja, das ist nicht die Aufgabe von einem Abgeordneten. Ich meine, Experten sind überhaupt was Fragwürdiges, weil was ist ein Experte? Experte ist ein Mensch, der wahnsinnig viel weiß von sehr wenig, bis er irgendwann einmal alles weiß von nichts. Das ist sinnlos. Wir brauchen darin keine Experten, sondern wir brauchen Moderatoren der Bevölkerung. Das ist unser Ansatz. Daher gibt es ein Kapogramm. Lassen Sie sich einordnen? Sind Sie eher links? Sind Sie eher rechts? Sagen Sie so wie der Peter Pilz, wir sind bei den einen Positionen sozialpolitisch sind wir links, sicherheitspolitisch sind wir rechts. Ja, ja. Wie würden Sie das bezeichnen, Ihre Liste? Na, was passiert denn jetzt? Ja, was wird jetzt kommuniziert momentan? Ja, es kommt immer häufiger das Wort Richtungsentscheidung vor. Es geht um eine bei dieser Wahl geht es um eine Richtungsentscheidung. Ja, das war schon bei der Bundespräsidentenwahl, war immer so, es geht um eine Richtung. Ja, was meint man damit? Also entweder die Richtung nach links oder die Richtung nach rechts. Das ist so das, was man den Leuten jetzt als Geschichte erzählt. Ja. Ich gehe noch viel weiter und sage, nein, das ist nicht die Richtung, ob links oder rechts, das ist vollkommen wurscht. Auch die Farbe ist doch vollkommen egal. Es ist doch ganz egal, ob ich mir jeden Tag von einem blauen, einem schwarzen, einem orangen, einem grünen, einem gelben oder einem weißen Hammer auf die Finger klopfen lassen muss und ich dann die Wahl habe, welche Farbe soll der Hammer haben, der mir am Finger klopft. Ich muss mir einmal die Frage stellen, wie wird den depperten Hammer überhaupt los? Ja, das ist mein Thema. Das heißt, die Richtung, die ich entscheiden möchte oder gerne entscheiden würde als politischer Mensch, ist, wollen wir, dass eine Minderheit bestimmt, was die Mehrheit zu tun hat, oder ist die Gesellschaft schon so weit, dass die Mehrheit selber entscheiden kann, was sie will? Das ist meine Richtung. Das heißt daher, links, rechts, das ist eine Nebenfront, die aufgebaut wurde in den Köpfen der Menschen, mit der man sich beschäftigen kann, ja, und dabei an den wirklichen Problemen vollkommen vorbeigeht. Ja. Und das ist aber so manifest bei den Menschen, sie brauchen sich nur in so Tageszeitungen, wo man dann online kommentieren kann, wurscht welches Thema, nach 5, 6 Kommentaren meldet sich ein Rechter und dann hockt der Linke auf einmal. Und dann geht es nicht mehr rechts, links. Ja. Es ist vollkommen unnötig und gaga. Das bringt uns als Gesellschaft nicht weiter. Ja. Weil dann sind wir im Prinzip Teile und Herrscher. Nicht? Wir haben uns gegenseitig in Schädel und man darf wirklich nicht spielen damit. Ja? Wir haben das Glück gehabt, dass wir in Österreich, also ich, ja, war nicht, aber dass ich eine Zeit erlebt habe, wo Frieden geherrscht hat in diesem Land. Ich bin 1963 auf die Welt gekommen in Wien. Ich meine, das ist der Jackpot der Geschichte. Es gibt nichts Besseres. Ja? Wirklich ein Jackpot. Es ist immer besser geworden, immer leibender. Und es gab eben zwei Reichshälften, mit denen bin ich aufgewachsen. Das ist die Linke und die Rechte. SPÖ und ÖVP. Und dann gab es so ein Beiwagel, das hieß FPÖ, das hat gar nicht ernst genommen damals. Aber im Prinzip waren zwei Blöcke, die haben sich das Land aufgeteilt. Und die Blöcke gibt es nach wie vor. Ja, nur sind sie jetzt verstärkt. Jetzt gibt es neben der Linken noch eine Linkere und neben der Rechten noch eine rechtere Partie. Es ist, aber es ist ein Teilungsprinzip. Ja, darum kommt ja der Partei heißt eigentlich einen Part, also einen Teil von etwas. Ja? Und in dem Moment spalte ich aber die Bevölkerung. Solange es der Bevölkerung gut geht und sie versorgt ist und die Politik viel zu verteilen hat, was sie ja hatte, ja, in die 70er Jahren war leicht Politik zu machen, weil da habe ich einfach verteilt. Ja? Es ist aber nichts mehr zum Verteilen und jetzt wird es eng und umso mehr Menschen unzufrieden werden, ja? Umso größer ist die Gefahr, dass diese Teilung, diese Spaltung, dann irgendwann einmal dazu führt, dass es wirklich auch selbst in Österreich dann wieder scheppert. Und das ist nicht so weit weg, weil daher kam es ja nicht. Es ist die Zeit vom Zweiten Weltkrieg, haben sie im Gemeindebau aufeinander geschossen. Das darf man nicht vergessen. Und es ist toll, dass es uns gelungen ist, das dann eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und da haben die Sozialpartner sicher viel dazu beigetragen. Das war alles sinnvoll. Ich will ja jetzt nicht die Politik und die Parteien alles und dann alles ein Blödsinn, alles ein Scheiß. Nein, das hat einen Sinn gehabt. Nur die Zeit hat sich verändert. Es hat sich alles entwickelt. Das Einzige, was sich nicht weiterentwickelt hat, ist die Politik. Mhm. Ja, es ist doch so, wenn ich heute eine Tante habe in Vorarlberg und die hat Geburtstag, dann brauche ich nicht eine Karten kaufen gehen, ja, mit einem Blumenstrauß drauf und ich schreibe alles Liebe, alles Gute. Ich brauche nicht auf die Post gehen, sondern ich schicke eine SMS und ich schreibe eine E-Mail. Ja, nur in der Politik werfen wir noch immer ein Kuvert in eine Urne rein. Urne ist ja schon mal klassisch ein Behälter für Leichen. Und es ist weg, meine Stimme. Das ist heutzutage nicht mehr notwendig.
Jetzt, der Peter Pilz tritt ja zum Beispiel an, sagt auch mit dem Ziel, Schwarz-Blau zu verhindern oder Blau-Schwarz zu verhindern. Hätten Sie ein Problem, wenn Ihre Abgeordneten, Sie selber gehen ja nicht ins Parlament, mit einer blau-schwarzen Regierung oder schwarz-blauen Regierung mitstimmen? Die Frage ist nicht, ob die... Das ist, noch mal, das ist die Frage ist, ob die Abgeordneten, ob die Menschen da draußen da mitstimmen. Das ist die einzige Frage. Aber wollen die Leute das oder wollen das nicht? Wenn wieso, das was ich habe doch nicht das Recht, mich einzumischen, was die Bevölkerung will. Was ist denn das, wenn ich sage, jetzt bin ich Politiker, jetzt sage ich euch, was für euch gut ist. Das geht nicht, du kannst Menschen nicht sagen, was für sie gut ist. Das kann nicht sein. Die sollen selber sich einmischen, aber es ist viel verlangt von der Bevölkerung, ja, sich einzumischen, weil das ist eine Arbeit. Und vielleicht ist das dann auch der Knackpunkt, dass man sagt, wahrscheinlich sind wir noch nicht so weit, dass so eine Idee wie meine Stimme gilt, sie durchsetzt. Weil das heißt eigentlich, ich muss was tun. Weil das heißt wirklich mitmachen. Ja? Und das ist ein Aufwand. Und ob das die Leute dann wirklich wollen, das weiß ich nicht. Das wissen wir aber bald. Jetzt angenommen, Sie schaffen es, meine Stimme gilt, zieht ins Parlament ein, mit ein paar Abgeordneten. Mhm. Es gibt eine Regierungskonstellation, der ein paar Stimmen fehlen. Könnten Sie sich vorstellen, einer Regierung zur Mehrheit zu verhelfen, in eine Koalition vielleicht sogar zu gehen? Ich kann mir gar nichts vorstellen. Stimme gilt, die Partei. Nein, also ich würde den Rat geben, den Menschen, die da einziehen, sie um das überhaupt nicht zu kümmern. Die machen bei gar nichts mit. Das Einzige, was die machen müssen, innerhalb von 5 Jahren ein System aufzubauen, dass man den Menschen im Land erklären kann, wie Politik funktionieren kann heutzutage, dass man sich nicht mehr beteiligt. Das ist das einzige Ziel von Geld, nicht irgendwo mitzumachen und sagen, na gut, wenn wir da mitmachen, dann wollen wir das von euch. Das ist genau derselbe Scheiß, der dafür verantwortlich ist, dass nichts passiert. Aber das heißt, Sie wollen definitiv Opposition, Regierung kommt für Sie nicht in Frage? Ja, das ist ja vorhin eine absurde Diskussion. Jetzt, ich meine, das ist wie was du mich fragst, jetzt, wenn Sie am Mars fliegen würden, was würden Sie sich da als erstes kaufen? Eine Banane oder einen Apfel? Ich werde nicht am Mars fliegen. Ja. Aber also, Sie treten ja an. Ja, zur aber es wird nicht so sein, dass die Regierungsbildung abhängig ist von dem Projekt gilt. Das darf auch nicht sein. Das wird auch nicht sein. Ja. Wer sind denn eigentlich Ihre Wähler? Wen wollen Sie ansprechen? Sind das Nichtwähler? Sind das Wutwähler? Was ist das Ziel? Ja, möglichst viele, das ist mir schon klar. Also, aber der Grundansatz war eigentlich folgender. Und das war auch die Motivation, warum ich mir das überhaupt auch tue. Weil viele fragen mich, warum tust du das überhaupt an? Frage ich mich jetzt auch manchmal schon, aber eigentlich, weil es irgendwie Verpflichtung ist der Gesellschaft gegenüber, denke ich mal. Und so richtig der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es auch mir, war bei der letzten Nationalratswahl, die so bewusst Miterfolg hat, und auch die ganze Kommunikation, wie Politik mit uns Bürgern kommuniziert, nämlich dieser Politikersprech, dieses Lügen, dieses Ja nichts sagen, nicht Ja sagen, nicht Nein sagen, weil das könnte mich wieder Stimmen kosten, das hat mich derartig angewidert. Und ich habe mir gedacht, die glauben entweder, ich bin deppert, die sind selber deppert. Die gehen davon aus, sie glauben, wir sind deppert. Ja. Und das ist nicht gut, da kann ich kein Kreuz machen. Ja. Und dann kam dieses Wahlergebnis zustande und 75% Wahlbeteiligung und innerhalb von ein paar Sekunden verschwinden im Wahlergebnis 1,7 Millionen Menschen. Nämlich 25%, die entweder nicht wählen waren, die entweder ungültig gewählt haben, also weiß gewählt, oder einer kleinen Protestpartei zu Fleiß die Stimme gegeben haben. Die werden weggerechnet. Die machen automatisch aus 75% 100% und das Wahlergebnis, was uns präsentiert wird, entspricht eigentlich nicht der Realität. Ja. Und noch dazu. Genau. Und noch, dann kommt ja noch eins dazu. Und das ist auch wichtig, dass ich da die Möglichkeit habe, das auch zu sagen, weil die meisten, die nicht wählen gehen oder weiß wählen, glauben ja, dass sie jetzt dem System eine Absage erteilt haben und eine Botschaft hinterlassen haben. Nein, diese Stimmen werden automatisch den stimmenstärksten Parteien zu einem größeren Anteil zugerechnet. Das heißt letztendlich, ganz wurscht, was du machst, du unterstützt immer dieses Parteiensystem, das ist schon so gescheit gebaut. Also das Beste, was den Parteien passieren kann, ist eine geringe Wahlbeteiligung, weil die Stimmen haben sie sicher dann. Und genau das war der Punkt, wo ich sage, das kann nicht sein, das muss man da irgendwie unterbinden können. Und die einzige Idee, die mir da wirklich in den Kopf geschossen ist, in der Sekunde war, man muss eine Partei gründen, die heißt, meine Stimme gilt. Dass die nicht mehr sagen können, diese Stimmen sind ungültig.
sondern dass man sagt, nein, diese Stimmen sind gültig. Und das ist so die Idee im Kopf gewesen. Und der Höhepunkt dann für mich war, wo ich dann wirklich gesagt habe, ja, das muss ich eigentlich machen, weil das geht einfach nicht. Das war nach dem ersten Wahlgang zur Bundespräsidentenwahl, wo die zwei Spitzenkandidaten von den ehemaligen Großparteien, der Herr Kohl und der Herr Hunsdorfer, stehen K.O. gegangen sind. Und am nächsten Tag, am Montag, hast du den ganzen Tag vom Morgenjournal bis zu den Spätnachrichten aus allen möglichen Löchern, vom kleinen Funktionär bis hinauf zum großen Kapo von der Partei, folgenden Satz gehört, der lautet: Wir müssen die Anliegen der Wählerinnen und der Wähler endlich ernst nehmen. Und man, allein der Satz, was heißt denn der? Der heißt, wir haben euch eigentlich noch nie ernst genommen. Und wir werden euch endlich ernst nehmen. Das heißt, es hört eh wieder auf. Dieser Satz heißt eigentlich der Bevölkerung gegenüber: Geht scheißen, es Trottel, wir nehmen euch nicht ernst. Das hat es für mich geheißen. Und darum habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Und auch wenn es mir viel Energie und Kraft und Zeit kostet und mir viel schimpfen werden und so, einer der Deppert, jetzt macht das ja nur wichtig da. Und mir war das wirklich ein Anliegen, dass ich das probiere, auf die Füße zu stellen, dass auch die Menschen, die sonst keine Stimme haben, dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, eine Stimme zu bekommen bei dieser Wahl. Jetzt kritisieren Sie die bestehenden Parteien immer sehr scharf, auch hier jetzt, aber auch in Ihren Facebook-Videos. Was wollen Sie denn wirklich konkret besser machen als die Parteien, beziehungsweise was ist Ihr Versprechen Ihren Wählern gegenüber, dass meine Stimme gilt, nicht in 3 Jahren genauso eine Partei ist wie alle andere? Ja. Jetzt sind wir wieder im selben Modus, jetzt reden wir wieder mit einem Politiker. Ja, was sind denn Ihre Versprechen? Nichts, ich verspreche gar nichts. Das einzige Versprechen, was ich Ihnen geben kann, das tun die anderen auch, dass ich keins von meinen Versprechen halte. Das verspreche ich hundertprozentig und das haben die anderen ja auch schon bewiesen. Nein, es geht nicht darum, dass der Herr Thüringer mit seiner Gruppierung jetzt irgendwas anders macht als die anderen Parteien, sondern das ist etwas, was vollkommen neben diesem Parteiensystem Platz findet im Parlament. Das heißt, der Plan ist, sich nicht wie eine Partei dann zu benehmen und zum Selbstzweck zu werden. Das ist ja das Problem, ja, dass eine Partei immer, ja, wurscht, wie sie es am Anfang nennt, ob das eine Initiative ist oder eine Bewegung, es wird dann eine Partei, wo es nur darum geht, der Sinn ist, dass die Partei wächst, dass sie mächtiger wird. Ja. Das heißt, der Idealfall für mich wäre eigentlich, nur das ist halt gesetzlich nicht verankert, das würde auf freiwilliger Basis nur funktionieren, dass die Abgeordneten, die jetzt einziehen, die ersten, sagen wir die ersten eine, dass die sagen, wir machen das nur ein Jahr und nach einem Jahr kommen die nächsten dran. Dass es immer rotiert, dass ich mir vollkommen wurscht ist, wer da drin sitzt. Das ist eigentlich der Sinn von GIL. Dass man ja nicht anfängt, dort innen Seilschaften zu knüpfen und sich dort irgendetwas aufbauen kann in diesem System. Das ist die Gefahr, die wir jetzt haben bei den Parteien. Du hast die Möglichkeit, dort dir etwas aufzubauen. Du als einzelne Person. Ja? Und das gehört sofort angestellt. Aber da brauchst du einen Parteichef, der das durchsetzt. Werden Sie Parteichef sein, auch wenn Sie nicht im Parlament sitzen? Oder gibt es sowas gar nicht bei Ihnen? Nein, es gibt keinen Parteichef. Anarchie quasi. Nein, keine Partei heißt eine Anarchie. Moment, halt. Nein. Nein, es geht nicht darum, dass der Herr Thüringer der Parteichef ist und dann sagt, was passiert. Ja? Im besten Fall ist es so, dass die Menschen, die da drinnen sitzen, die ja dann freie Abgeordnete sind, die gehören zu keiner Partei. Sie wählen Moderatoren der Bevölkerung ins Parlament ein, die nichts anderes zu tun haben, wie zwischen den Menschen draußen und im Hohen Haus ständig zu vermitteln. Aber in beiden Richtungen. Erstens einmal erzählen, was da drin wirklich passiert, weil die meisten Menschen wissen nicht, was im Parlament wirklich passiert. Woher sollen sie das auch wissen? Ja, weil sie ja keine Spione drinnen haben. Und zugleich Themen von der Bevölkerung ins Parlament hineinzubringen. Also es muss eine Kommunikation zwischen der Politik und der Bevölkerung stattfinden. Das war der Idealfall. Aber gibt es irgendeinen Ehrenkodex, den Ihre Abgeordneten unterschreiben? Oder vertrauen Sie denen einfach? Nein. Sind das Menschen, wo Sie sagen, da legen Sie Ihre Hand für die ins Feuer? Weil ja, also jemand, also das ist ja schwer im Vorhinein zu sagen. Vor allem, Sie kennen ja die auch alle nicht. Ich kenne die ja alle nicht. Nein, ein paar kenne ich, ein bisschen besser schon. Aber im Prinzip, es sind ganz normale Leute. Wenn da jetzt ein Grätzer oder ein Arschloch dabei ist, dann ist das halt so, dann ist halt auch ein Arschloch dabei. Ja? Nur der Unterschied ist, dass in einer normalen Parteistruktur, wenn du dich von unten rauf dienen musst, damit du dort hinkommst, wo du hin willst, ja, dann ist es eine negative Auslese. Im Normalfall. Also einer, der wirklich ein gerader Mikl ist,
Ja, wird irgendwann sagen, jetzt scheiße drauf, ich lasse mich nicht mehr verarschen. Ja, und er steigt aus dem System aus. Die, die aber unbedingt dorthin wollen, an die Spitze der Parteipyramide, ja, die werden mit allen Mitteln probieren, dorthin zu kommen. Ja. Und nachdem es diese Struktur bei uns ja nicht gibt, du kannst bei Gilt es zu nichts bringen. Zu gar nicht, du kannst es zu nichts bringen. Also aber ist die Motivation weg. Einen Clubchef werden sie zum Beispiel trotzdem brauchen im Parlament. Was es braucht, ist ein Clubobmann, eine Clubobfrau. Das ist ja auch gesetzlich so. Mhm. Und da haben wir schon gesagt, pass auf, sollte man das schaffen, dass meine kommt, werden wir rotieren. Wir schauen, wie viele Monate sind es insgesamt. Ja, teilen das durch die Anzahl der Mandatare auf und dann kann jeder ein paar Monate Clubchef sein. Pff. Ja, es ist aber wurscht, wer der Clubchef ist. Es ist ganz egal, um das geht es überhaupt nicht. Also man muss, um das Projekt zu verstehen, ein bisschen anders denken. Darum habe ich immer gesagt, das ist eigentlich ein Kunstprojekt. Ja, und nicht eine politische Partei, die einen Anspruch hat, jetzt ihre Themen da hineinzubringen. Das war am Anfang natürlich auch immer die Frage, meinen Sie das ernst oder ist es ein Spaß? Ja, die Frage hat sich für mich nie gestellt, weil was Spaß und Ernst waren, was Ernst meine, selbst den größten Spaß, den ich auf der Bühne mache, meine ich ernst. Ja, weil wenn man es nicht ernst meint, ist kein Spaß mehr. Das ist wichtig bei jedem Komödianten, das muss total ernst gemeint sein. Auch der größte Blödsinn, weil sonst funktioniert es ja nicht. Ja. Wir sprechen gleich weiter dazu, machen noch einmal eine kurze Pause, bleiben Sie dran und dann reden wir weiter über Meine Stimme gilt. Jetzt auf OE24TV. Roland Thüringer im großen Talk bei OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Österreichs berühmtester Wutbürger über die Hintergründe zu seiner Bewegung Meine Stimme gilt. Was sind seine Ziele und was plant er für seinen Wahlkampf? Roland Thüringer im großen Talk bei OE24-Chefredakteur Niki Fellner. Jetzt exklusiv auf OE24TV. Ja, willkommen zurück. Herr Thüringer, Sie haben jetzt schon viel erklärt, wofür Meine Stimme gilt steht, was Sie im Parlament machen wollen, beziehungsweise Ihre Abgeordneten, Sie selber werden ja nicht einziehen. Ich würde jetzt noch gern zu den aktuellen Politikern kommen. Der Peter Pilz hat vor kurzem verkündet, dass er auch bei dieser Wahl antreten will, ebenfalls mit einer Bewegung. Das Wort ist derzeit sehr in Mode. Ja. Jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre, gäbe es da durchaus Anknüpfungspunkte beim Peter Pilz. Warum sagen Sie nicht, haben wir unser Verpackel, treten wir gemeinsam an? Der Peter Pilz hat die politische Erfahrung. Sie sind der prominente Name, Sie können zusätzlich vielleicht ein paar Leute auf seine Liste bringen. Ist das für Sie nie eine Option gewesen, sich zum Beispiel mit einem Peter Pilz oder auch jemand anderen hier zusammenzutun? Das war eigentlich, wie die Idee entstanden ist, null Option, weil da hat es den Peter Pilz als Teil einer Partei Stimmt, gegeben. Aber jetzt ja, mittlerweile gibt es ihn. Irgendwie schmeichelt es mir natürlich, noch, ich habe das Buch, glaube ich, ausgebracht, wo ich das Projekt beschrieben habe im Februar, dass jetzt viele Sachen, die ich da drinnen halt niedergeschrieben habe, wie man es vorstellt, jetzt der Peter Pilz übernommen hat. Nämlich, wir brauchen eigentlich keine Politiker in dem Sinn mehr, wir brauchen überhaupt keine Parteien und kein Clubzwang. Eh klar, ja. Und das wird wahrscheinlich nämlich auch gut funktionieren. Aber der grundlegende Unterschied, warum das eigentlich überhaupt nicht zusammengeht, ja, weil es eben ganz etwas anderes ist. Vielleicht ein paar so Überschriften sind vielleicht ähnlich. Bei mir haben wir schon Leute jetzt auf der Straße gefragt, der Pilz macht jetzt auch sowas. So genau, nicht ganz. Weil Peter Pilz Idee, ja, ich gehe davon aus, dass es seine Idee war, ist ja, ich hole Experten ins Parlament. Ja. Und ich gehe einen Schritt weiter und sage, nein, ich brauche keine Experten ins Parlament holen, das ist vollkommen wurscht, die Experten sind alle draußen. Was nutzt man nein Experten im Parlament, wenn 100.000 Experten draußen nichts zum Mitreden haben? Ja? Also ich sage, die da reingehen, müssen nur das, was die Experten draußen, das sind viel mehr, ja, denken und fühlen und sich wünschen, ins Parlament hineintragen. Das ist der grundsätzliche Unterschied bei dem Konzept. Das ist auch der grundsätzliche Unterschied ist, dass ich niemals, auch wenn es möglich gewesen wäre, vielleicht theoretisch, ja, drei Abgeordnete, die jetzt in Sessel verlieren, die eh angefressen sind und grantig sind auf ihr Brut, weil sie jetzt in Sessel verlieren, dass sie sagen, Fleiß und der Scheimer für den Thüringer, schnell, dann kann der antreten mit seiner Partie. Selbst wenn ich das hätte, das wäre nicht das Projekt. Das muss von uns kommen, das muss von den Menschen auf der Straße kommen, dass sie Unterstützungserklärungen unterschreiben und nicht, man kauft sich halt ein paar Politiker, die da unterschreiben. Das wäre wirklich etwas ganz, ganz anderes. Ja. Haben Sie je mit Peter Pilz Gespräche geführt eigentlich?
Ich habe einmal Servus grüßt, jetzt haben gesagt, weil er hat kurz eine Zeit lang im selben Fitnessstudio trainiert wie ich. Aber sonst eigentlich, nein, ich kenne. Politische Gespräche. Nein, ich kenne fast keine Politiker. Nein. Aber prinzipiell, ich verstehe das, was der macht. Also aus seiner Sicht versteht er es gut. Nicht? Die Frage ist nur, was wäre gewesen, wenn er Listenplatz 3 bekommen hätte? Wären dann die Grünen auch plötzlich eine Arschpartei, da wären sie dann eh super. Ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn wir jetzt müssen wir wieder über die zwei Lager reden, ja, was jetzt thematisiert, diese Richtungsentscheidung. Wollen wir in die Richtung gehen, nationalistisch oder eine offene Gesellschaft? Was wollen wir eigentlich? Ja. Dann ist das, was da jetzt passiert mit dieser Abspaltung, ja, das Gescheiterste, was diesem Lager passieren könnte. Ja. Weil Grün und Peter Pilz gemeinsam können für dieses Lager ja, viel mehr zusammenkriegen als die Grünen ganz alleine. Ja, also das... Also, wenn ich ein Politstratege wäre, der genau dieses Lager bevorzugt, würde ich genau das machen. Dass ich sage, das muss sich abspalten und es muss da eine Möglichkeit aufgemacht werden, auch andere Leute zu erreichen. Also das ist, insofern ist es, glaube ich, für dieses Lager ist es eine sinnvolle Geschichte. Ja. Also Sie finden das gut, dass der Peter Pilz antritt? Ich finde es bei allen gut, dass sie antreten. Ja, ich finde es auch gut, dass es die Neos gibt und dass die Frau Christ da mitmacht. Ich finde das alles nicht schlecht. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wir irgendwann ohne dem auskommen werden. Und das ist, umso früher es passiert, umso besser ist es. Weil spülen dürfen uns jetzt nicht mehr. Also ich glaube, die Zeit, wo man sagt, wo ich da mal ein bisschen ausprobieren, das ist vorbei. Es wird immer enger. Also es... Wie wir alle wissen, dass es die Mittelschicht immer mehr und mehr wegbringt. Es wird für immer mehr Menschen schwieriger, über die Runden zu kommen. Ja. Und Menschen haben Angst. Das ist Fakt. Auch wenn man sagt, man braucht doch keine Angst haben. Das erzähl an, der Angst hat, du brauchst keine Angst haben. Wenn sich jemand vor einer Spinne fürchtet, kannst du ihm hundertmal sagen, das ist eine Spinne. Der hat Angst. Ja. Und momentan sind viel so Spinnen im Raum, die herumschweben, vor denen Menschen Angst haben. Und alle diese Parteien, wurscht welches ist, spielt genau mit dieser Angst. Ja? Jede legt ihre Präferenz auf die Angst woanders hin, ist ein anderes Angstthema, aber sie spielen mit der Angst. Weil wählen ist eine emotionale Entscheidung. In die Wahlzelle zu gehen, ja, was ja schon lustig ist, dass es Wahlzelle heißt. Hast du das Wahlzelle? Kabine. Ja. Kabine, okay, ja. Aber irgendwann ist mal Wahlzelle auch geheißen. Ja? Kann man ja. Zelle sagen. Lass mal Zelle sagen. Zelle passt eh gut. Das, was man da drinnen macht, dieses Kreuzerl, das ist eine Entscheidung aus der Gefühlswelt. Da ist das Hirn angeschalten. Ja? Und daran arbeiten ja die Strategen jetzt, dass sie die Menschen emotional so weit bringen, dass sie da drinnen praktisch ferngesteuert das Hirn ausschalten und ihrer Emotion folgen und dann durch das Kreuzerl machen. Ja? Sollten Sie jetzt die 2600 Unterschriften nicht schaffen, Urlaub. Würden Sie den Peter Pilz unterstützen oder eine andere Partei? Dann bin ich in derselben Scheiße. Geben Sie eine Wahlempfehlung ab für jemanden? Nein, ich bin in derselben Scheißsituation wie 2013, dass ich nicht wusste, was ich tun soll, weil das System eben so aufgestellt ist. Ich habe damals 2013 ganz bewusst auf den Zettel aufgeschrieben, ich habe ungültig gewählt, obwohl ich draufgeschrieben habe mit einem Stift, ich bin eine gültige Stimme, ich habe eine Botschaft hinterlassen, nur die Botschaft kommt nirgends an, das ist vollkommen wurscht, was ich aufschreibe. Also dann bin ich in demselben Dilemma. Wie das letzte Mal. Ja. Aber prinzipiell, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt da eine Empfehlung geben würde, aber ich glaube, alles, ja, was jetzt gegen Systemparteien arbeitet, ja, ist einmal sinnvoll. Auch wenn es vielleicht ein Blödsinn ist im ersten Moment, aber es ist letztendlich sinnvoll, weil es ja auch die in den Systemparteien jetzt tätig sind, zu etwas zwingt. Nämlich vielleicht wirklich einmal zuzuhören, ja, und diese Anliegen der Wählerinnen und Wähler vielleicht doch ernst zu nehmen. Also alles, was bei der nächsten Nationalratswahl, nicht rot, nicht schwarz, nicht blau, grün leider auch Systempartei, Neos mit Gris ist wenigstens was Neues, Peter Pilz auch was Neues. Also alles, was aber diese Systempartei nicht ist, ist einmal gut. Ja. Vielleicht kurzfristig nicht, ja. Vielleicht mittelfristig sogar nicht, ja, weil es dann das Problem geben wird, diesen Spagat, den die Demokratie zu schaffen hat, zwischen Effektivität im Handeln, ja, und Legitimität durch die Bevölkerung, ja, ist ja umso weniger Parteien demokratisch an der Macht sind, leichter umzusetzen, als wenn es viele sind. Das ist eh klar. Also wir werden da schon durch ein ziemliches
Gewitter durchgehen nach der nächsten Wahl. Auf jeden Fall wurscht, was da rauskommt. Ja, aber letztendlich muss man eine Entscheidung treffen, dass man das bestehende System, was dieses Land so lange beherrscht hat, und es ist wurscht, was für eine Farbe das hat, ja, dass man das jetzt irgendwann beenden muss. Und man muss schauen, dass die Leute wirklich mehr Möglichkeiten haben, sich in die Gestaltung des Landes einzubringen. Das dürfen nicht nur Interessensgruppen sein und es darf nicht sein, dass eine Landeshauptleutekonferenz, ja, irgendwas bestimmt in dem Land. Das darf nicht sein, das gehört angestellt. Der Sebastian Kurz hat ja auch eine Bewegung gestartet, neue Volkspartei ausgerufen. Sehen Sie da Bewegung beim Sebastian Kurz und der ÖVP oder ist das Ihrer Meinung nach nur die schwarze Partei jetzt türkis angemalt? 2016 im Herbst, da habe ich die Sendung Gültige Stimmen noch gehabt auf Puls 4. War bei mir zu Gast ein Werbeprofi, der Luigi Schober, der bekannt ist in diesem Land, der auch den Gusenbauer-Wahlkampf damals gemacht hat und ganz stolz darauf war, dass er überraschenderweise, dass er es geschafft haben. Ja. Und ich habe ihn so gefragt, dann im Gespräch, ja, vor laufender Kamera, was er jetzt gerade macht, sagt er jetzt, Alter, für die ÖVP, sage ich, wieso, seid schon im Wahlkampf? Sagt er, nein, er hat die Aufgabe, die Marke Kurz zu positionieren, weil die Menschen ja nur mehr Marken wählen. Ja. Und damit ist es eh beantwortet. Das ist eine riesige Blasen, das ist die Marke Kurz. Ja, die ÖVP ist die ÖVP, genauso wie es aus war, jetzt ist ja die Marke Kurz. Und das ist ja auch schon systematisch, die Menschen wollen ja jetzt nicht die SPÖ oder die ÖVP oder die FPÖ vielleicht noch am ehesten, ja. Die wollen Gesichter. Sie wollen Kern, Kurz, Strache. Weil die Grünen sind ein bisschen schwer, weil die haben drei Gesichter momentan, da weiß man, aber im Prinzip, es geht immer um Gesichter. Es geht um Gesichter, nur es ist vollkommen vertrottelt, wenn die Wähler oder Wählerin glaubt, der Wähler oder die Wählerin, wenn ich das Gesicht will, wird für mich was anderes. Es ist, also blöder geht es eigentlich nicht mehr. Weil dahinter steht noch immer eine Struktur. Ja, sowohl das größte Problem, was der Herr Kern hat, ist die SPÖ. Das ist sein Hauptproblem, in meiner Wahrnehmung. Und das größte Glück, was die ÖVP hat, ist der Kurz. Gibt es eigentlich irgendeinen Politiker in dem Land, den Sie gut finden? Viele. Es gibt ich würde es keinen Namen nennen, weil dann, wieso hat er mich nicht gesagt? Es gibt da in den Nationalrat ihr für Leute, die gute Arbeit machen. Ja. Die aber wer macht Ihrer Meinung nach gute Arbeit? Sie können ja ein paar nennen. Nein, ich nenne es gar niemanden. Ja. Die hakeln und tun und reiben sie auf und tun, aber sie haben dieses System, dieses Parteiensystem über sich stehen, die können nicht. Die können nicht. Und manche brechen dann aus, wie jetzt die Daniela. Holt sich an Daniela, hat gesagt, okay, sie scheiß auf die SPÖ, sie geht jetzt zum Peter Pütz, was ich verstehen kann, und probiert dort ihre Sachen umzusetzen. Und so geht es sicher ganz, ganz vielen. Ja. Die leiden ja auch wie die Hund. Also Sie meinen, die Parteien sind schuld, dass wir keine guten Politiker haben? Ich glaube, das ist prinzipiell, klar, es sind schon auch die handelnden Personen letztendlich. Ja, wer Partei besteht, muss den handelnden Personen, aber eine Partei stellt sich irgendwann mal auf wie eine Pyramide. Da sind oben die wirklich was sagen und was zum Reden haben und darunter die hakeln und nie was zum Reden haben werden und guschen müssen. Ja, weil wie war es denn 2013? Wie ist man gekommen zu einem Listenplatz bei der ÖVP? Wenn wir bei den Arsch reingehen müssen, wenn wir aber bei der SPÖ in den Arsch reingehen müssen, dass man den depperten Listenplatz hat. Und was für Leute sind es dann, die da drinnen sitzen? Sind es Leute, die Visionen haben? Sind es Leute, die Rückgrat haben? Sind es Menschen, die kritisch sind? Sind es Menschen, die auch machen den Landeshaupt, den Herrn Bürgermeister, die Meinung ins Gesicht haben? Oder sind es die wirklich bis zu den Schultern hinten drinstecken im Arsch, ja, und diesen Listenplatz haben wollen? Und wir wissen eh alle, wie es ist. Und das wird auch immer wieder kritisiert, aber ändern tut es keiner. Letztendlich. Wir kommen jetzt schon langsam schon zum Ende. Gibt es eigentlich ein politisches Vorbild, das Sie haben? Der Beppe Grillo in Italien hat zumindest eine ähnliche Vita, war auch ein Kabarettist, ist dann in die Politik gegangen. Ja. Finden Sie den gut? Den kenne ich eigentlich so zu wenig. Ich weiß nur, der hat eine ganz klare Agenda gehabt. Also seitdem er war gegen die Konzerne, gegen die Banken und so. Das ist eigentlich nicht das Thema, weil einfach jetzt nur zu sagen, die Banken sind böse. Oder die Konzerne sind alle schlecht, ist auch zu oberflächlich. Ja, das ist alles viel komplizierter. Und also was ich, wann ein Vorbild, ich habe das Buch von Jan Gnar gelesen. Der Jan Gnar war 4 Jahre Bürgermeister in Reykjavik. Das war ein Comedian, ein Punk, ein Freak, ein wirklicher Freak. Der hat es geschafft mit seiner
Partei, die hat er genannt, die beste Partei. Ja. Also, der ist wirklich nur Schmäh antreten bei dieser Wahl. Und plötzlich kommt er in die Umfragewerte 25% gehabt. Dann hat er wirklich ein Problem gehabt. Dann hat er sich überlegen müssen, was mache ich jetzt? Ziege es durch oder ziege es nicht durch? Und der hat das durchgezogen und war 4 Jahre Bürgermeister und das angeblich gar nicht so schlecht gemacht. Und die Geschichte ist recht spannend. Nur Österreich ist Österreich und Island ist Island. Das ist was anderes. Ne? Mhm. Abschließende Frage. 25% werden es wahrscheinlich nicht werden, aber wer weiß. Was ist Ihr Wahlziel? Also Wahlziel, ich kann ein Versprechen abgeben. Ja. Wenn man 52% schaffen... Vor allem, Sie schaffen, Versprechen wollen Sie brechen. Ja, das bringe ich eh dann. Also, wenn man 52% schaffen, trete ich von allen Ämtern zurück. Das ist mein Wahlversprechen. Ja. Okay. Nein, es geht ja nur ums Angebot. Es geht nicht darum, dass man irgendeine Zahl erreicht. Weil genau das ist das Problem, dass alle jetzt darauf hinwarten, dass sie irgendeine Zahl erreichen. In dem Moment können sie nicht sagen, was sie wirklich wollen. Wir brauchen Politiker, die auf diese Zahlen scheißen und endlich das sagen, was sie sich denken. Ja. Weil kein Politiker, wenn sie etwas fragt, sagt ja oder nein. Wenn man ein Ja sagt, verliert er alle Bürger, die dagegen sind. Und wenn er sagt, ich bin dafür, verliert er, oder umgekehrt, verliert er alle, die Nein sagen. Ja, sie sind in der Zwickmühle. Ja, durch auch die Kommunikation, die immer schneller und schneller wird. Ja, also, ja, und das könnte man uns alles ersparen, diesen ganzen Wahlkampf. Ja, solche Gespräche, wie wir da führen, vollkommen sinnlose Gespräche, könnte man uns alles sparen, wenn wir nicht mehr wollen. Abschließende Frage noch am 16. Oktober. Wie geht es weiter bei Ihnen, wenn Sie nicht ins Parlament einziehen? Na, ich bin der Einzige, der jetzt da mitspielt bei dem großen Spiel der Politik, der am 17. Oktober wurscht, was passiert, der Kanzler ist. Weil ich habe ein Programm, das heißt der Kanzler und am 17. Premier. Die anderen werden schwitzen, aber ich bin der Kanzler. Das heißt, auf jeden Fall kann man Sie als Kanzler sehen. Ab auf 17. jeden Oktober. Fall. Immer nur 2 Stunden am Abend, aber als Kanzler. Okay. Ja. Gut, danke Herr Thüringer, bitte, für den Besuch im Studio. Gerne, ich wünsche noch einen schönen Abend und bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten.